In den USA wurde in den vergangenen Tagen so lange gewählt, bis es einen Gewinner gab, der letztlich aber als Verlierer dasteht. Denn obwohl Kevin McCarthy nun als Sprecher des Repräsentantenhauses den Hammer des Zeremonienmeisters in den Händen hält, dürfte dem Republikaner sehr viel an Autorität fehlen, auch wenn die Republikaner die Mehrheit im Haus besitzen. 15 Wahlgänge waren nötig, um ihn zu küren, und mit jedem neuen Anlauf hatte McCarthy seinen innerparteilichen Gegnern, überwiegend Anhänger des ehemaligen Präsidenten Trump, Zugeständnisse machen müssen, die ihn und sein Amt nun schwächen. Kerstin Klein über eine blamable Aufführung amerikanischer Politik. That was easy, huh? Das war leicht, was? Ich dachte, wir schaffen das. I never thought we'd get up here. Mit Galgenhumor beginnt der frisch gewählte Sprecher Kevin McCarthy in der Nacht seine Rede. Am Ende eines turbulenten Tages. Zuvor war McCarthy auch im 14. Wahlgang gescheitert, obwohl ihm offenbar ausreichend parteiinterne Gegner Unterstützung signalisiert hatten. Frustriert, wütend, fast schon verzweifelt wendet er sich direkt an seine härtesten Widersacher. Als er wieder gehen will, kippt die Situation. Ein wütender Parteikollege schreit die Abweichler an, muss zurückgehalten werden. Der Kongress kurz vor der Eskalation. Es geht schon auf Mitternacht zu. Die Republikaner haben mit ihrer Mehrheit eigentlich schon eine Vertagung beschlossen. Da kommt noch einmal Bewegung in den Saal. One more, ruft McCarthy und stürmt zur Urne. Es soll doch noch ein weiteres Mal abgestimmt werden. Das 15. Mal in 4 Tagen. Diesmal holt McCarthy den Sieg, kann die Macht symbolisch übernehmen aus Händen des demokratischen Fraktionsführers Jeffries. Endlich angekommen in dem Amt, das er schon seit Jahren anstrebt. In seiner Antrittsrede verspricht er den oppositionellen Demokraten leidenschaftliche, aber faire Debatten und sagt gleichzeitig der Biden-Regierung den Kampf an. Es ist Zeit, den Präsidenten zu kontrollieren und ihm etwas entgegenzusetzen. Wir werden Gesetze verabschieden, um die Probleme der Nation zu lösen. Von der weit offenen Grenze im Süden über die Energiepolitik bis zur woken Indoktrinierung an unseren Schulen. Doch wie viel Macht hat McCarthy tatsächlich, seine politischen Vorhaben auch durchzusetzen? Die Fraktion, die sich über Tage chaotisch präsentierte, über Jahre zusammenzuhalten. Vor allem auf sie wird sich auch in Zukunft der Blick richten. Die Rebellen vom rechten Rand der Partei. Sie haben McCarthy schon jetzt massive Zugeständnisse und einflussreiche Posten abgerungen. Ein hoher Preis, den McCarthy gezahlt hat, für eine wackelige Machtbasis, von der in Washington keiner zu sagen vermag, wie lange sie hält. Fragen wir nach bei Kerstin Klein in Washington. Kerstin, zu den Zugeständnissen gehört auch, dass künftig jederzeit ein einziger Abgeordneter ein Misstrauensvotum erwirken kann. Was bedeutet das für die Arbeit des Kongresses? Das bedeutet vor allen Dingen für Kevin McCarthy, dass er unter großem Druck steht. Denn ein solches Misstrauensvotum, das wird er mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Denn dort hätte er dann nur noch einen Wahlgang, nicht 15 wie jetzt gerade. Das heißt, er wird weiter bereit sein, große Zugeständnisse zu machen. Das Problem ist nur, seine Partei im Kongress ist durchaus divers. Da gibt es nicht nur diese rechten Hardliner, die ihm jetzt das Leben schwer gemacht haben, sondern auch moderatere Republikaner. Auch die muss er bei der Stange halten. Und da gibt es durchaus schon welche, die sich jetzt beschweren, die Zugeständnisse für die Gegenseite seien zu groß. Also das ist wirklich mindestens schwer für ihn, das über die Legislatur von 2 Jahren zusammenzuhalten, wenn nicht sogar unmöglich. Und welche Auswirkungen könnte das haben auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden, auch in Bezug auf dessen Außenpolitik? Er braucht den Kongress und auch das Repräsentantenhaus für die Bewilligung von Geldern, für den Haushalt, aber auch für die Bewilligung weiterer Ukraine-Hilfen. Da sollen im Frühjahr neue Gelder bewilligt werden. Und da wird man sehen, wie das ausgeht. Es gibt unter den rechten Hardlinern auch welche, die sagen, man solle das Geld doch lieber für die amerikanischen Steuerzahler ausgeben. Und dann gibt es noch etwas anderes, was man sehen wird. Denn jetzt können die Republikaner die Ausschüsse im Haus bestimmen. Und da hat McCarthy gleich schon in der Nacht gesagt, der erste Ausschuss, der wird sich mit der Lage an der US-Grenze zu Mexiko beschäftigen. Da werden also die Republikaner unbequeme Fragen stellen für Joe Biden und ihn unter Druck setzen. Danke für die Einschätzung. Kerstin Klein nach Washington.